Die polnische Bevölkerung in Warschau teilt sich natürlich auf in eine jüdische und eine nicht-jüdische Bevölkerung. Und diese Menschen sind einer unterschiedlichen Besatzungspolitik ausgesetzt. In Bezug auf die Jüdinnen und Juden ist das natürlich etwas, das zunächst Ghettoisierung heißt und spätestens ab 1942 dann auf den Holocaust, auf die Vernichtung im Vernichtungslager Treblinka hinausläuft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch zu sagen, was im April 1943 zum Aufstand im Warschauer Ghetto führt, wo es also zum ersten Mal zu einer bewaffneten Revolte auch gegen die deutsche Besatzung kommt. Die polnische Bevölkerung ist dieser Vernichtungspolitik nicht ausgesetzt, aber das heißt natürlich nicht, dass es ihr irgendwie gut gehen würde. Es gibt die Einschränkungen, die üblichen Einschränkungen eines kulturellen Lebens, natürlich eines intellektuellen Lebens, Schließung der Universität und so weiter. Und es gibt ganz klar zum Beispiel eine Mangelversorgung. Es gibt erhöhte Sterblichkeit, erhöhte Krankheiten. Es gibt natürlich auch Repressalien gegen alles, was die Deutschen als Widerstand betrachten. Das heißt nicht, dass es sich dabei um Widerstand tatsächlich gehandelt haben muss, aber es kann also gelten. Es gibt Deportationen zur Zwangsarbeit nach Deutschland, so dass man alles in allem sagen kann, diese Stadt verändert sich. Sie verliert ihre Charakteristik als Hauptstadt. Hauptstadt des Generalgouvernements ist Krakau und die Bevölkerung ist teilweise einer Vernichtung und teilweise einer starken Unterdrückung ausgesetzt. Bei all dem gilt es natürlich auch zu bedenken, dass die Besatzung einer gewissen Dynamik unterworfen ist. Also nicht nur die Dynamik des Holocaust, die eben 42, 43 zur Vernichtung führt, sondern das gilt auch bei der Unterdrückung der nichtjüdischen Bevölkerung, der polnischen Bevölkerung. Auch hier wird es tendenziell im Kriegsverlauf härter. Gleichzeitig, und das ist aber auch ganz wichtig, entwickeln sich natürlich Formen des Widerstands. Also was man 1940, 41 kaum hat, sind spätestens 43 auch wirklich auch etablierte Strukturen eines polnischen Untergrunds. Und es sind natürlich auch Attentate auf deutsche Besatzer. Was also auch dazu führt, dass die Deutschen in Warschau auch dieses Leben, das sie 1940 eigentlich ganz angenehm fanden, auch gar nicht mehr so schön finden. Sie fühlen sich unsicher und im Grunde ist ihre Herrschaft, die ist herausgefordert von den Einheimischen und das mündet also in ganz prominenten Anschlägen, etwa auf den SS- und Polizeiführer Franz Kutschera, der 1944 wirklich auf offener Straße trotz einer größeren Eskorte einfach erschossen wird. Der Ausbruch des Aufstands 1944 hat viele Traditionen. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, hier wirklich die polnische Tradition des Widerstands auch im 19. Jahrhundert anzuschauen. Zur Zeit der Teilungen Polens war es zu mehreren Aufständen gekommen, insbesondere gegen die russische Besatzung, aber auch gegen die preußische und die deutsche Besatzung. Und das sind Traditionen, die in der Schule prominent sind und Traditionen, die ganz stark das polnische Nationalgefühl bestimmen. Zweitens kommt hinzu der Aufstand der Jüdinnen und Juden im Warschauer Ghetto, die also so etwas schon mal gemacht haben. Drittens, auch ganz wichtig ist natürlich die Tatsache, dass es einen polnischen Untergrundstaat gibt, der aber trotz seines Organisationsgrades, seiner großen Vorbereitungen auf einen Kampf bisher eben noch
keinen großen Kampf gesucht hat. Es kommt zu einzelnen Attentaten oder so, aber es ist eben noch kein Aufstand ausgebrochen. Und das sind Denktraditionen, die enorm wichtig sind und die Entscheider, die Männer um Tadeusz Bułkomorowski, sehr stark umtreiben. Und das ist ein bisschen so dieses Gefühl, das man Ende Juli hat. It's now or never. Also wenn wir den Aufstand jetzt nicht machen, dann ist die Rote Armee da und dann sind wir diejenigen, die zwar einen tollen Untergrundstaat aufgebaut haben, aber keinen Aufstand gewagt haben. Ganz konkret geht es natürlich auch darum, dass man in Warschau viele Dinge hat, die gegen einen Aufstand sprechen. Ganz offensichtlich, das ist der Kampf in einer bevölkerten Stadt mit 650.000, 700.000 Einwohnern, die dort noch leben. Das heißt, mit zivilen Opfern ist zu rechnen. Insbesondere, man weiß ja, wie die Deutschen vorgehen. Deswegen ist es für die Entscheidungsfindung ganz wichtig, dass man sagt, naja, also wir können ein paar Tage, können wir ernsthaft gegen die Deutschen kämpfen? Vielleicht 5 Tage, vielleicht eine Woche, vielleicht 7, 8 Tage. Aber danach können wir uns höchstens noch verteidigen. Also dieser Aufstand lässt sich eigentlich nicht gewinnen. Die Rote Armee ist notwendig. Dass die Rote Armee und Stalin die Polen nicht mag, wissen alle in Polen, weiß man seit 1939, dem Hitler-Stalin-Pakt, der sowjetischen Invasion in Ostpolen. Und das weiß man auch aus dem Vorgehen der Haltung Stalins gegenüber der polnischen Exilregierung, die in London sitzt und wo Stalin bereits gesagt hat, ich schaffe meine eigene polnische Regierung, das Lubliner Komitee, und ich erkenne eigentlich die Exilregierung gar nicht mehr an. Das ist natürlich nicht das, was man als Ergebnis haben möchte. Als Ergebnis stellt man sich idealerweise vor, die Rote Armee als Hausherr zu begrüßen, also in einem selbst von Polen befreiten Aufstand. Und Ende Juli 1944 sieht es so aus, als könnte es diese Chance geben, denn die Rote Armee rückt vor und die deutschen Kräfte in Warschau sind auch nicht so stark. Und innerhalb dieser Gemengelage wird diskutiert und es gibt Pro- und Kontra-Meinungen. Entschließt man sich dazu, jawohl, wir gehen das Risiko ein, weil wir wollen es versuchen. Dieser Aufstand findet statt, weil die Führung der Amir Krajowa das möchte. Notwendig ist der Aufstand natürlich nicht. Die Zivilbevölkerung im Warschauer Aufstand ist zunächst, also am 1. August und auch in den ersten Augusttagen, natürlich begeistert, dass so etwas passiert. Und es sieht ja zunächst auch ganz gut aus. Gleichzeitig stellt sich aber auch sehr schnell eine Ernüchterung ein, weil eben diese Kämpfe auch weitergehen. Also es ist eben nicht so, wie man gehofft hatte, dass die Rote Armee kommt. Die Rote Armee wird nämlich am 3. und 4. August vor Warschau tatsächlich geschlagen und sie kommt erst am 14. August überhaupt im Osten der Stadt an. Das heißt, die Kämpfe setzen sich fort. Und das heißt natürlich auch, dass im Grunde nach 2 oder 3 Tagen die Deutschen mit ihren Massenmorden beginnen. Wir haben das berüchtigte Massaker von Wola ganz im Westen, weil die deutschen Truppen von Westen in die Stadt einrücken und im Grunde jeden und jede massakrieren, den sie dort finden. Die anderen, die nicht ermordet werden, die le erleben einen immer stärkeren Einfluss deutscher Gewalt, Flugzeugangriffe, Artilleriebeschuss, es gibt ein Massensterben. Sie erleben natürlich auch, dass die Wasserversorgung wird irgendwann eingestellt, die Stromversorgung bricht zusammen. Gleichzeitig aber erleben sie natürlich auch Freiheit. Und zwar insofern, als auf einmal politische Diskussionen möglich sind. Es gibt die Untergrundpresse ist auf einmal nicht mehr eine Untergrundpresse, sondern sie kann erscheinen. Klar, es gibt Papierknappheit und so, aber das gibt es. Die Zeitungen hängen aus, es finden auf einmal politische Diskussionen statt.
Und die Bevölkerung erlebt auch eine unglaubliche Selbstorganisation in Häuserkomitees, in Stadtviertelkomitees, eine riesige Welle der Solidarität. Also die Wasserversorgung ist zusammengebrochen. Was macht man? Naja, man fängt an, in den Hinterhöfen Brunnen zu graben, diese Brunnen irgendwie an die Hausleitung anzuschließen. Man gibt dann Verordnungen raus, wer wann wie viel Wasser benutzen darf. Genau das Gleiche passiert mit Strom. Also hier gibt es auf einmal ein Leben inmitten des Sterbens, man muss es auch so sagen, inmitten der Not auch, weil natürlich die Nahrungsmittel knapp werden. Aber es gibt diese Solidarität. Es gibt Hochzeiten innerhalb des Warschauer Aufstandes. Also hier passiert ganz viel, was im Grunde auch dem Versuch entspricht, so etwas wie eine Normalität zu feiern. Man muss es, glaube ich, tatsächlich so sagen.